Hallo zu einem neuen Video und zwar einem Cheat Day Video. Ja, nachdem ich das letzte und auch mein erstes Cheat Day Video hochgeladen habe, kamen ganz häufig die Fragen, ob ich nochmal eins drehen kann, ob ich euch nochmal mitnehmen kann. Und das habe ich gemacht, deswegen bekommt ihr jetzt heute wieder eins. Und was ich trotzdem auch hier auch nochmal ganz am Anfang sagen wollte, deswegen auch Cheat Day, weil ich nicht diesen klassischen Cheat Day mache. Also ich mache nicht diesen einen Tag, an dem ich mir alles reinstopfe, was geht. Ich halte davon nicht so viel, denn das kann auch ziemlich schnell in Essstörungen enden. Persönlich schaue ich mir so Videos zwar super gerne an, aber wie gesagt, ganz so sinnvoll halte ich das nicht. Und ja, deswegen, ich mache es ja auch so, dass ich mich unter der Woche relativ gesund ernähre. Also nach meinen Empfindungen gesund, so wie ich das eben für mich selber definiere. Da könnt ihr euch gerne auch mal eins meiner anderen What I Eats anschauen. Und am Wochenende, das heißt von Freitag bis Samstag meistens, gönne ich mir dann immer mal wieder was, so wie an dem Tag, an dem ich euch da mitgenommen habe. An dem Tag habe ich übrigens aber auch gearbeitet, deswegen, also normalerweise habe ich ja immer noch einen Snack zwischen meiner ersten Mahlzeit und meinem Abendessen. Für die, die bisher noch nie ein Video von mir geschaut haben, ich esse nicht normal mein Frühstück, sondern die erste Mahlzeit eben relativ spät, weil ich morgens einfach noch keinen Hunger habe, beziehungsweise weil ich halt auch abends noch sehr, sehr spät esse. Dann eben meine erste Mahlzeit so gegen Mittag, dann meistens einen Snack und dann eben mein Abendessen. Aber an dem Tag habe ich gearbeitet, wie gesagt, und ich kann auf der Arbeit natürlich nicht die ganze Zeit am Essen sein, also deswegen habe ich da einfach ein bisschen größeres Abendessen. Nicht, dass ihr euch wundert. Und ansonsten zeige ich ja auf Instagram auch so häufig, wenn ich Ben Cherries und so weiter ist. Und da kommen dann auch immer einige Fragen, wie ich trotzdem ja so eine gute Form haben kann und so weiter. Letztendlich macht es einfach die Kalorienbilanz aus und ihr könntet praktisch auch den ganzen Tag nur so Zeug essen. Solange ihr nicht euren Kalorienbedarf überschreitet, werdet ihr trotzdem nicht zunehmen. Aber es ist nicht ganz so sinnvoll, deswegen mache ich es eben auch so, dass ich an diesen Cheat Days dann schaue, dass ich erstens meine Mikronährstoffe decke, das heißt, dass ich trotzdem mein Obst, mein Gemüse esse und außerdem auf mein Protein komme. Ich peile da immer so 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an. Das sind die beiden Dinge, auf die ich achte und der Rest ist dann vollkommen egal. Deswegen, ich will auch gar nicht weiter drumherum reden und wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Cheat Day. An einem Tag wie heute starte ich mit meinem Lieblingsfrühstück. Esse ich in letzter Zeit wirklich wieder fast täglich meinen Healthy Cookie Dough. Habe ich euch schon so oft gezeigt und auch auf Instagram. Schickt ihr mir immer wieder Bilder, weil es jetzt doch einige von euch nachmachen. Das finde ich so cool. Und passt irgendwie auch zum Cheat Day, weil es halt einfach so ultra lecker ist, dass ja man nicht meinen könnte, dass es gesund ist. Aber ja, hier einfach eine Dose Bohnen. Dann brauchen wir Flohsamenschalen. Da habe ich die von Koro. Dann brauchen wir einmal Proteinpulver. Und von der Konsistenz her finde ich den Cookie Dough übrigens auch am besten mit veganem Proteinpulver. Und was jetzt auch neu dazu gekommen ist, ich werde das Ganze noch ein bisschen extra süßen mit dem Chunky Flavor hier. Das ist leider nicht vegan. Das heißt, wenn ihr das weglasst, dann bleibt das alles vegan. Davon gibt es aber auch eine vegane Sorte in Vollmilch. Die ist mega lecker. Vollmilch und hier Keks mit Keksstückchen, meine absoluten Lieblings-Flavor-Pulver. Zwei Teelöffel von den Flohsamenschalen rein. Also am Geschmack ändern die halt gar nichts, aber die sorgen eben für diese richtig geile, geile Konsistenz. Jetzt gebe ich da mein Proteinpulver noch dazu. Ich nehme da immer so 20 bis 25 Gramm. Wir bekommen hier auch übrigens richtig gut Protein rein, also für alle Veganer. Natürlich einmal durchs Proteinpulver, aber auch die Bohnen haben auf 100 Gramm 6,4 Gramm Eiweiß. Und jetzt ein kleiner Geheimtipp. Und zwar erstmal die Flohsamenschalen quellen zu lassen. Also ich übergieße das jetzt hier mit dem Wasser, das da reinkommt. Ich mache da so 200 Milliliter und lasse das jetzt erstmal stehen. Ungefähr eine Viertelstunde ist jetzt rum und ich gebe da jetzt noch meinen Chunky Flavor hier dazu. Da gebe ich jetzt erstmal, weil ich mir die Keksstückchen aufspare, immer nur so kleine Teilchen rein, wo keine Stückchen mit dabei sind. Und die Stücke gebe ich dann nachher noch extra mit rein. Und das wird jetzt erstmal schön fleißig gemixt. Übrigens, weil ich da auch ganz auf die Frage bekomme, ich verwende den Nutri-Bullet. Diesen hier. So, ready gemixt. Also wenn das nicht Foodporn ist, dann weiß ich auch nicht.
Wie gesagt, hiervon kommen jetzt einfach noch ein paar Stückchen mit rein. Ihr könnt es aber auch toppen, womit ihr wollt, mit Kakaonips oder so, um einfach auch nochmal ein paar gesunde Fette mehr mit reinzubekommen. Aber hier nehme ich dann gerne nochmal extra was von den Stückchen mit rein. Und dann ist das hier meine erste Mahlzeit für heute. So, so lecker. Probiert das unbedingt mal aus. Die Konsistenz einfach, ich komme nicht drauf klar. Ich bereite mir mein Abendessen vor, denn für mich geht es gleich zur Arbeit. Hier habe ich einmal Garnelen, da werde ich die ganze Packung nehmen. Das sind 225 Gramm. Hat richtig gut was an Protein, kaum Fett. Also wobei ich halt schon darauf achte, genug gesunde Fette zu mir zu nehmen. Aber für die von euch, die vielleicht ein bisschen was an Fett sparen wollen, Garnelen sind da super. Ich mag Garnelen einfach, also mir schmeckt das sehr gut. Die Packung hier werde ich mir in der Pfanne anbraten, zusammen mit einer riesigen Paprika hier. Ich habe heute leider keine Zucchini. Normalerweise habe ich immer Paprika und Zucchini. Heute habe ich nur eine Paprika. Dafür aber, wie ihr sehen könnt, echt ein Riesenteil. Ansonsten werde ich mir noch mein Gemüse kochen. Und zwar einmal Brokkoli. Dann habe ich hier noch so ein Asia-Gemüsemix. Den mag ich mega, mega gerne. Ich weiß nicht, hier, ob ich euch den schon mal gezeigt habe, aber ich finde es so lecker mit den Pilzen da drin. Und dann noch Kaisergemüse, da einfach auch die restliche Packung hier. Und für ein paar Kohlenhydrate habe ich hier noch Kartoffeln. Das sind so 3 Stück, ich weiß gar nicht, wie viel Gramm das sind. So, kurz mal abgewogen, das sind 350 Gramm Kartoffeln. Die werde ich mir auch einfach noch in einem Kochtopf kochen und mitnehmen. Ich habe das übrigens einfach auf mittlerer Hitze und werde das jetzt hier mit würzen. Ist ja eigentlich ein Kräuterquarkgewürz, aber schmeckt echt gut mit Garnelen zusammen. So, hier habe ich jetzt erstmal mein Gemüse, was ich gekocht habe. Beziehungsweise, das wollte ich nämlich auch noch dazu sagen, ich dünste nämlich mein Gemüse. Ich zeige euch gleich, was ich da für einen Einsatz habe. Moment. Wow, das sah jetzt sehr galant aus. Nicht. Hier ist einmal mein Gemüse ready und das hier ist dieser Einsatz. Aber schaut einfach mal im Internet, findet ihr bestimmt was. Hier unten ist dann das Wasser und das ist eben um einiges schonender, als euer Gemüse komplett im Wasser zu kochen. Da ist jetzt auch soweit, ja, alles ready, würde ich sagen. Trotzdem noch ein bisschen hiermit nachwürzen. Das habe ich auch beim Kaufland gefunden, Italian Allrounder. Ich denke, einige von euch werden die Just Spices Gewürze eh kennen. Wie gesagt, keine Kooperation. Und das ist dann mein Abendessen für heute. Also hier nochmal, ja, meine Bowl mit dem ganzen Gemüse und den Garnelen. Und dann noch hier die extra Kartoffeln dazu. Gute Kohlenhydrate, hier mein Protein mit den Garnelen und die ganzen Nährstoffe durchs Gemüse. Hier fehlen jetzt halt die gesunden Fette und das gibt es ja dann später. Also ja, jetzt kommt dann gleich sowieso der Part, auf den die meisten von euch, glaube ich, schon warten. Und zwar die Gönnerei. Ich weiß, die meisten von euch glauben mir das nicht, aber ich liebe meine Beeren, Obst, Gemüse, was weiß ich, liebe ich einfach genauso sehr, wie ich Ben & Jerry's und Schoki und sowas liebe. Und deswegen möchte ich auch an meinem Cheat Day nicht drauf verzichten. Gefrorene Himbeeren, gefrorene Erdbeeren und ja, Mango. Und bevor jetzt wieder in den Kommentaren die riesige Diskussion losgeht, wie ich denn nur gefrorene Beeren essen kann, probiert es bitte selber mal aus. Die sind nämlich nicht steinhart. Beziehungsweise bin ich eh ein Mensch, der eher langsam ist, weil ich sonst Bauchschmerzen bekomme. Also deswegen tauen die im Laufe der Zeit sowieso ein bisschen an. Aber man kann die auch so essen. Und jetzt sind wir wieder bei dem Part, auf den ihr alle schon gewartet habt. Hier habe ich einmal, was es jetzt so als erstes gibt. Und zwar einmal Snickers White. Falls ihr das noch nie probiert habt, macht das unbedingt. Ich finde, das schmeckt so geil. Dann habe ich hier so eine Reihe von dieser hier. Ich glaube, die hatte ich euch schon in meinem letzten Cheat Day Video gezeigt gehabt. Und ja, die liebe ich einfach nach wie vor.
Man kann, glaube ich, erkennen, warum. Und dann habe ich hier einmal von diesem Giotto dänischer Butterkeks. Falls ihr das noch nicht probiert habt, müsst ihr auch noch machen. Das finde ich auch mega gut. Also es schmeckt echt richtig lecker. Und ja, das sind einfach 5 Stück, weil ich da noch eine angebrochene Packung hatte. Dann habe ich hier 2 Oreo-Kekse, denn das sind 2 neue Sorten, die ich jetzt mal probiere. Die habe ich letztens bei mir in einem Edeka gefunden. Einmal den hier, den hatte ich, glaube ich, echt noch nie. Da bin ich voll gespannt, wie der schmeckt. Und dann einmal dieser. Ich glaube, den habe ich schon mal gegessen. Deswegen, die werde ich jetzt erstmal probieren und dann gucken. Wenn sie mir schmecken, dann nehme ich natürlich noch 2, 3 mehr davon. Und ansonsten, die hier gab es auch. Aber die gibt es jetzt, glaube ich, allgemein im deutschen Sortiment, habe ich mitbekommen. Genau, und von denen gibt es gleich eventuell auch noch ein paar. Falls ihr das echt noch nie probiert habt, macht das mal. Normalerweise würde ich da jetzt die Creme so rauskratzen. Aber ich probiere den jetzt erstmal normal. Okay, der schmeckt gut. Der erinnert mich an irgendwas. Ich glaube, das ist auch so eine der Sachen, die ich in fast jedem Video sage. Keine Ahnung, aber schmeckt echt gut. Also davon wird es auf jeden Fall noch 2, 3 mehr geben. Und so sieht die Nummer 2 aus. Mhm, das ist Peanut Butter. Den finde ich auf jeden Fall nochmal geiler als den anderen gerade eben. Ja, also an alle Erdnussfans, here you go. Nächste Runde, und fast hätte ich es vergessen, euch zu zeigen. Ich bin hier nämlich auch schon mit der Hälfte durch. Und zwar habe ich dieses Crunchy Müsli gefunden, Peanut Butter. Und das schmeckt richtig geil. Also ihr seht auch schon, das sieht halt schon so richtig nach Peanut Butter aus. Und ich esse das ja immer pur, weil ich das nicht mag, wenn das so lätschig wird. Ich liebe das, wenn das eben noch so crunchy ist, wie es sein soll. Hier haben wir einmal die Zutaten. Und ich weiß, für viele ist das kein Cheat, aber ich esse sowas unter der Woche halt nicht. Aufgrund der Zutaten, wie ihr gesehen habt. Und ich finde es echt lecker. Und jetzt schaut mal. Das ist, was ich mit Crunch meine. Und da sind halt auch so richtig viele Erdnussstückchen drin. Bisher mein Favorit, aber auch bisher die einzige Sorte, die ich in Deutschland probiert habe, hatte ich ja damals schon in Australien. Und heute wird diese hier getestet. Ich sage, es ist kein Ben & Jerry's, was es bei mir sonst üblicherweise so an Cheat Days dann gibt, aber ich wollte das jetzt einfach unbedingt noch probieren. Es ist halt noch mega unangetaut, weil ich es einfach gerade frisch aus dem Eisfach geholt habe. Aber ich bin einfach ein zu ungeduldiger Mensch. Und deswegen muss ich direkt probieren. Also, ja, das ist halt die Konsistenz, die viele stört. Kann ich auch verstehen, aber mir schmeckt es trotzdem. Okay, das schmeckt richtig schön nach Peanut Butter. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber hier so ein bisschen Erdnussstückchen, oder? Also, das kann man auf jeden Fall mal machen, vor allem für 320 Kalorien. Ich werde hier den ganzen Pint davon essen. Ich esse aber auch bei Ben & Jerry's immer den ganzen Pint. Also das sind dann halt mal easy bei Peanut Butter Cup, bei Ben & Jerry's 1000 Kalorien mehr. Aber wenn schon, denn schon. Okay. Ich glaube, das sind keine Erdnussstückchen, sondern richtige Peanut Butter. Ich glaube, das sind echt so Peanut Butter Streifen. Oh mein Gott. Ja, nice. Okay. Ich dachte, das ist ein Erdnussstückchen und dann schmecke ich das und dann schmeckt das so butterig und wow, okay, das ist echt nice. Also, Empfehlung geht raus. Das war's auch schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was in letzter Zeit so eure liebsten Leckereien sind. Falls ihr irgendwelche Tipps für mich habt, was vielleicht neu ist oder so, was ich probieren soll, dann her damit. Und ansonsten schreibt mir auch gerne eure Videowünsche in die Kommentare oder schreibt mir auf Instagram. Und ansonsten war es mit dem Video. Deswegen würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!